Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von Plakos. In diesem Video erfährst du alles Wissenswerte über den Fluglotsen-Einstellungstest. Los geht's! Für viele junge Menschen ist eine Ausbildung zur Fluglotsin bzw. zum Fluglotsen äußerst spannend und erstrebenswert. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Bewerberzahlen jährlich steigen. Doch nicht alle Bewerbungen führen am Ende zum Erfolg. Aufgrund der großen Beliebtheit führen Verantwortliche der Akademie der Deutschen Flugsicherheit einen Einstellungstest durch. Dieser DFS-Einstellungstest stellt für viele Bewerberinnen und Bewerber eine große Hürde dar. Eine optimale Vorbereitung auf den Test sollte daher für alle Interessenten das A und O sein. Wie dieser Einstellungstest aussieht und wie du dich am besten darauf vorbereiten kannst, das erfährst du nun. Doch zunächst der erste Schritt: deine Bewerbung. Die gute Nachricht ist, dass es bei der deutschen Flugsicherheit keine festen Bewerbungsfristen gibt. Du kannst dich also jederzeit bewerben. Wichtig ist jedoch, dass du die Ausbildung nach Bewerbungseingang auch tatsächlich innerhalb der nächsten 12 Monate starten kannst. Sofern du dich jedoch für einen dualen Studiengang interessierst, kannst du dich im Studiengang Air Traffic Management ebenfalls zum Fluglotsen bzw. zur Fluglotsin ausbilden lassen. Doch ganz egal, ob klassische Ausbildung oder duales Studium, du musst zuvor gewisse Voraussetzungen erfüllen. Zu diesen gehören die allgemeine Hochschulreife, das maximale Alter von 24 Jahren, körperliche Voraussetzungen vor allem hinsichtlich des Seh- und Hörvermögens, englische Kenntnisse, beispielsweise nachgewiesen über das Zertifikat C1, und das Bestehen des Einstellungstests. Gerade weil der Einstellungstest eine der Voraussetzungen ist, auf die du dich vorbereiten kannst, gehen wir nun ganz besonders auf diesen ein. Zunächst erwartet dich ein Online-Test. Dieser Test dient vor allem dazu, sich ein erstes Bild von allen Bewerberinnen und Bewerbern zu machen. Denn im Fokus stehen dabei Werdegang und Motivation aller Interessenten. Nach der groben Vorauswahl wird anschließend der DFS-Fluglotsen-Einstellungstest durchgeführt. Dieser findet in Hamburg sowie aufgeteilt an 2 Tagen statt. Am ersten Prüfungstag geht es um Fähigkeiten, die für eine Fluglotsenausbildung besonders wichtig sind. Fähigkeiten wie räumliches Denken, Konzentrationsfähigkeit, Vorstellungsvermögen und Sprachkompetenz stehen im Mittelpunkt. Beim zweiten Tag liegt der Fokus auf dem Verhalten der Bewerberinnen und Bewerber. Wie würden sich die Interessierten im Berufsalltag verhalten? Sind sie teamfähig? Wie gehen Sie mit stressigen Situationen um? Diese sowie weitere Fragen werden am zweiten Testtag beantwortet. Auf dem Programm steht unter anderem auch ein Gespräch mit der Auswahlkommission, die aus erfahrenen Fluglotsen und Psychologen besteht. Hast du auch den zweiten Tag erfolgreich überstanden, stehen die Chancen auf eine Fluglotsenausbildung äußerst gut. Nachdem du deine Fluglotsenausbildung erfolgreich durchlaufen hast, stehen dir weitere Karrieremöglichkeiten offen. Zum Beispiel kannst du zur Ausbilderin bzw. zum Ausbilder oder zur Fachlehrerin bzw. Fachlehrer aufsteigen und so die nächste Generation ausbilden. Auch ein weiterführendes Studium bietet sich an. Passende Studiengänge sind unter anderem Luftverkehrsmanagement, Verkehrsbetriebswirtschaft oder Luft- und Raumfahrttechnik. Du siehst also, nach einer Ausbildung zur Fluglotsin bzw. zum Fluglotsen muss nicht unmittelbar Schluss sein. Unser Fazit: Eine Anstellung als Fluglotsin bzw. Fluglotse ist absolut spannend und genau deswegen auch sehr beliebt. Wenn du unter all den anderen Bewerberinnen und Bewerbern besonders hervorstechen möchtest, solltest du dich vor allem auf den Einstellungstest vorbereiten. Wie wäre es online und interaktiv? Für eine flexible Vorbereitung mit vielen Übungen empfehlen wir dir unseren Fluglotsen-Einstellungstest-Online-Testtrainer. Gerne beantworten wir dir deine offenen Fragen zum Fluglotsen-Einstellungstest in den Kommentaren. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse uns gerne einen Daumen hoch. Viel Erfolg bei der Vorbereitung wünscht dir dein Plakos-Team.